damit, dass das Glashaus nicht versteigert werden sollte. Und da hat Gerhard Hauptmann geholfen und hat, also ich weiß nicht wie viel, 1000 Reichsmark gespendet. Der war befreundet mit Frau Mautner bzw. mit beiden Mautners, um das Glashaus nicht zu erhalten. Und 27 oder 28 hat dann der Stadtpfarrer, der als sehr gebildeter Mann war und Frau Mautner helfen konnte, von ihr das Glashäusler erworben und ihr auf Rentenbasis das abgekauft, sodass sie leben konnte. Denn sie war als Halbjüdin, hatte sie Schwierigkeiten und mit einem jüdischen Mann sowieso durfte sie nicht mehr schriftstellerisch tätig sein. Sie hatte auch eigentlich eine medizinische Ausbildung und sie durfte also nicht praktizieren. Das heißt, sie konnte dann aber von dem, was